herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Kosse. Also ich würde... Nee, da kommst du nicht mehr an die Spüle dran. Ja. Aber dann muss ich putzen. Ja, das war meine... wäre mein Vorschlag. Oh, ich kann den... Das ist auch eine Art von... Ich kann das auch einfach wegessen. Das ist auch aufgeräumt, ja. Brauchen wir so eine Mauer hier, dass unser Schlafzimmer getrennt ist von unserer Nein, Küche? Nein, okay. Brauchen wir nicht. Hua! Okay, sie hat Spaß. La la la. Mein Gott, das ist wirklich fest. Ich guck mal ganz kurz, ja? Was diese Küche-Elemente, ob es einen besseren Kühlschrank gibt für irgendwas. Ja, vielleicht. 600, 700, 800, 9. Hunger 9, wow, Nahrungspräservatorium. Wow. Das klingt irgendwie pornös. Ja. Ich brauche ein Präservatorium. Ja gut, wegen Hunger. Hast du eine Freundin? Ja. Ich werde mein Präservatorium heute Abend tragen. Danach hat nie wieder jemand Hunger. Das Präservatorium, so. Okay, okay. Dann verkauf den. Genau. Für 252 Paragraphen. Das ist schon viel. Genau. So. Ah, vielleicht. Die ein bisschen auseinander. Das ist die Spüle, die du machst. Oh nein. Was machst du denn da? Ja, dass falls die Küche wieder brennen sollte, dass es nicht mein Kühlschrank wieder abfackelt. Ja, aber die Julia ist doch jetzt weg. So, du hast jetzt genug Platz zum Essen machen, jetzt... Ja, schon. Oh! Ja, genau, stell dir vor, von einer Sekunde auf die andere ist deine Küche ganz anders. Damit du auch ja. So, oh! Es ist so dreckig. Ja. Ja, die Nadja hat einfach auch ihre Sachen so auf den Boden gepfeffert. Ich glaube, der Müll wäre besser hier rüber. Ja, aber dann essen wir was Leckeres. Ja. Mhm. Ah, nee, sie hatte keinen Platz. Abspülen, ja. Komm, sie will nicht alles abspülen. Ja, mach vielleicht das die doch Putzdame jetzt da. So. So. Reich. Frühstück. Das ist Spülen, ja. Genau. Auf dem Boden. Sehr geil. Ja, und dann kann ich mir die Hände waschen. Und Nikascha, ich weiß nicht, wann die Arbeit fängt. Wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwie 9 Uhr oder so. Aha. Ah. Genau. Nein, kein Nikascha doch. Also richtig voll gefuttert jetzt. Ja. Ja. Aber vielleicht geht es so gut da bei der Arbeit. Mhm. So, Consuela kommt. Genau. Ja, und dann denkst du, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Das Essen spricht schon. Ja, Blumen gießen müssen wir und schlafen gehen. Ansonsten ist alles tutti. Wir hatten doch eine Pflanze hier. Ja, die haben wir doch verkauft, als Julia uns in die Armut getrieben hat. Ah ja, stimmt. Da war das noch. Ja. Oh, Lieutenant! Wow! Ja, das ist cool. Ja, 9 bis 15 Uhr. Die Fälle werden schwieriger. Okay, aha, sehr gut. Okay. Bad und Lieutenant sind wir hier. Aha. Noch 2 fucking Freunde, das immer doof. Ja. Logik, Körper und Charisma. Ja, wir haben Spiegel, wir haben Hantelbank. Alles gut. Ja, dann brauchen wir noch Peoples in unserem Freundeskreis. Mein cool wäre, ich weiß nicht, wie das geht, aber man so eine Party oder so machen kann und alle einlädt. Ja. Ja, guck mal, mit Kiki verstehen wir uns jetzt schon weniger gut, weil die haben wir uns... Ich glaube, ich muss Ruth dann einladen, also Ruth und Melanie. Ja. Irgendwie. Lädt sie alle ein. Ah, stimmt. Oder du quatschst einfach mit denen am Telefon die ganze Zeit, das ganz genau. Kurz. Dann hast du die wieder ein bisschen hochgepusht und dann... hast du genug geschlafen? Weiß ich nicht genau. Ja, doch. Ja, der Bett ist voll krass. Perfekt.
Ja, plaudern einfach. Haben wir jetzt alle Telefon. Was ist hier los? Ja, die quatschen jetzt einfach ein bisschen. Welche ist das denn? Melanie muss ich auch ansprechen. Der Hut klappt schon mal ganz gut. Melanie. Blabla. Und dann kann ich duschen und Pipi. Genau. Und essen. Weil dann wird es, glaube ich, eh irgendwann zu spät zum Telefonieren. Schon wieder die Käfer. Blach. Ach, guck mal, malen macht auch Spaß. Dann kannst du noch ein bisschen auch vom Spiegel Charisma üben. Rede üben. Zähne putzen machen wir nicht grundsätzlich. Zähne putzen geht auch. Ja. So, vielleicht lege ich mich hin, ne? Oh. What? Ja. Okay. Oh, guck mal. Oh, Limousine. Frau Kommissar. Vielleicht warten die auch, bis wir da sind. Okay. Consuela, macht sauber. Alles gut. Yeah, wir haben alles wieder im Griff. Außer die Energie, ne? Das heißt, ich kann es haben. Ja, die Käfer wahrscheinlich. Okay. Macht Consuela keine Käfer? Ja, vielleicht kam die erst, als sie weg war. Aber hast du die schon mal bei Käfer? Ja, Wasser? Ich sprühe die auch. Dann brauchst du gut wie jedes Mal so einen Tag Erholung oder so. Ja, so, erstmal essen. Nee, essen, Pipi, duschen. Soll ich Melanie zum Essen einladen? Ja, aber du musst erstmal Pipi und duschen, ne? Ja, mach. Wo wohnt sie? Klar. Ja, okay. Okay. Dann kann ich auch probieren. Und dann machen wir uns was zu essen mit meinem neuen Kühlschrank. Ich möchte dich einladen. Möchtest du rüberkommen? Darf ich rüberkommen? Ja. So. Warte. Wir stinken ein bisschen, aber ich... Keine Hände gewaschen, kein gar nichts. Nee. Wir können aber dann auch in den Pool gehen, in den Whirlpool. Ne? Genau. Also stimmt. Erst Essen machen, dann Whirlpool. Ein bisschen servieren. Essen verbindet, da kann man auch ein bisschen quatschen. Und ein Teller. Oh ja, nein. Das war's. Du kannst trotzdem in den Pool gehen. Da hast du auch Hygiene und Spaß. Und Komfort. Und die Käfer tummeln sich im Wohnzimmer. Ja, das kann man nur machen. Logik. Da muss man ein bisschen trainieren und Schach spielen. Ich habe nicht so viel geschlafen heute. Nee. Oh. Ja, ist egal. Gucken, ob sie Bock hat. Aha, das war ein großer Sprung. Ja. Blablabla. Eigentlich immer gut dran zu gehen. Du bist total energiegeladen. Ach was. Toll. Was? Das ist ja sehr hilfreich. Okay. Mhm. Einen Kaffee machen. Ja. Und dann Pipi machen. Ah nee, geht nicht. Ab zur Arbeit. Juhu. Deck, deck. Pinkelt jetzt auf der Arbeit sich ein und so. Ja, vor allem auf der Arbeit gibt es kein Klo, nee, das verstehe ich auch nicht so ganz. So, Pipi und schlafen. Okay. Oh Mann. Was ist das denn? Das war ein großes Geschäft. Okay. Achso. Aber ich könnte diese Melanie nochmal. Ja, belästigen. Jedes Mal, wenn wir sie anrufen und einladen, stinken wir voll, weil wir nicht duschen wollen. Ja, das Prinzip duschen wir nicht so gern. Ja. Ach.
glaube, blau, dann ist es schwer. Blau, dann ist. Aber vielleicht kriegen wir heute unser Leben in den Griff und dann können wir, vielleicht bezahlen wir die Rechnung auch mal. Genau. Dann essen wir etwas, dann duschen. Dann können wir vielleicht kaufe ich mir eine neue Dusche, oder? Ja, das geht auch. Dann die mehr Hygiene gibt. Bam. Durchaus möglich. Ich hatte das. Ja. Sechs. Ach, eins. Ist gut. Eine Therme. Eine Therme. Oh, soll ich für die Therme sparen einfach? Die kostet nur 200 Euro. Jetzt hast du die Dusche weggeschmissen. Dann putze mir die Zähne. Nee, dann dusche ich hier rein. Dann wasche ich mir die Hände. Nee, dann geh in den Pool. Das nützt nichts, Hände waschen. Na gut. Also hast du heute geduscht? Nein, aber ich habe Hände gewaschen. Ich habe Hände gewaschen. Ja, jeder muss da im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja. Hunger haben wir auch und Katsch. Genau, wir haben den super Kühlschrank, der auch gleichzeitig nahrhafteres Essen hat. Selbstverständlich. Gut, wir sind zumindest zur Hälfte sauber, zumindest bis zu den Schultern. Ja, das war schon mal. Und jetzt werden wir zum ersten Mal ausgeschlafen zur Arbeit fahren. Yay. Okay, das war sehr random. Ist doch mal was. Ich möchte so arbeiten. Ist das nicht so mach? Ist doch mal was. Nee. Ja, jetzt ist doch jetzt. Ah, Consuela. Das war kostenlos sogar. Ja. Okay. Hat ja nichts zu tun gehabt. Ist sie wieder gegangen. Yay. Okay. Abendessen. Ah. Also, das war Melanie. Dann wir Mittagessen. Mhm. Ja, Moment. Und dann vielleicht kann ich direkt die Nadja und die, also die Frauen-WG anrufen. Ja, stimmt, die Idee ist eigentlich genial, ne? Einfach funktioniert. Alle Peoples einladen. Wir brauchen so eine WhatsApp-Gruppe oder so. Alle bei mir zu Hause. Das gab's damals halt noch nicht, als das Spiel rauskam. Wie hier ist? Ja, dann kommt sie. Das hier ist? Das ist die Mitbewohnerin. Die können wir auch anrufen. Ja. Und Dirk. Mhm. Ich glaube, das ist unser nächster Freund. Dirk. Next best friend. Hey, Dippes. Ihr seid ja da. Ah, dann. Achso. Ich wollte jetzt Radio kaufen, aber ich wollte ja eine Therme. Ja. Und dann serviere ich einfach Abendessen. Mhm. Aha, die Ruth ist auch da. Sag hallo. Serviere weiter. Komm Leute, ich habe noch zwei Stühle. Die Couch ist auch noch da. Moment. Ja, bleibt einfach stehen. Achso, du weißt nicht, ob das geht. Ja, weiß nicht, ob die da sich hinsetzen können, ne? Ja, oder vielleicht neben die zwei anderen Stühle, weißt du? Ja, irgendwie schon, ne? Kann ich mein Telefon wegschieben? Nee, ja. Nee, eigentlich neben den Tisch, an den Tisch, ne? Ja, aber ich wollte alles nach rechts. Ach so. Ah. Ah, ich muss schon ziehen gebrauchen, das ist scheißegal. Okay. Na gut, kann ich nicht. Oh nee, ich kann nicht sitzen. So Leute, ich zeige euch, wie viel Geld ich habe. Mhm. Nee, das reicht nicht. Ah, okay.
Da hätte ich mir das Essen doch nicht leisten können. Ich zeige euch, wie viel Geld ich habe. Nicht genug. Oh, das bin ich. Ich dachte, da ist der Keke da. Aber das bin ich. Voll die Party hier. Kissenschlacht. Yay, Melanie ist unsere Freundin. Die Hut. Auch gerade ebenso. Die steht da in den. Genau. Springen einfach von eins und anders auf. Ja. Hektige Party. Du bist meine beste Freundin. Ach, du bist meine beste Freundin. Achso, du bist müde, glaube ich, ja? Ja. Oh, ja. Ja, ziemlich. Basic Food. Die brauchen wir aber. Gut, bitte, werde 50. Werde 50. Yeah. Aber jetzt muss ich schlafen. Ja. Absolut. Wie viel hat die Melanie? 73. Ah, okay. Kiki lebt und klickt. Ja. Dann lege ich mich hin, ne? Ja. Ja, du also stinkst. Nur weil ich mal eine Party hatte, ey. Pipi, du hast Hunger und alles. So fühlt man sich halt nach einer Party, ne? Ich hab für alle gekocht und hab noch Hunger. Ja. So ist das halt bei einer Party. So. So, dann gehen wir auf Klo und ich guck mal, ob ich das hier verschieben kann. Da ist ein du musst auch dich reinigen. So. Bam! Ja. Ach so, ich kann gar nicht. Hm? Hände waschen. Ja, ich hab meine Dusche verkauft. Ja, hast du. Ja, ich weiß noch das. Oh Mann, wir können nicht mal frühstücken. Teller nehmen, okay. Wir richtig, stinken richtig so dreckig. Richtig. Aber ewig. Jetzt kommt Ruth. Wir brauchen einfach mehr Tische. Erst war der Tisch zu groß und jetzt. Yay, okay. Ab in den Pool. Es fliegen um uns rum. Aha, jetzt kann man die teeren. Ja, bitte. Das haben wir bitter nötig. Wie ist das denn machen? Hm? Nee, das ist sie nicht. Da, wo die Dusche ist. Aha. Genau. Ja, mach das mal in die andere Ecke. Da. Genau. Er muss Prioritäten setzen. Ja. Da muss man immer so einen ruhigen Tag dann danach noch hinlegen beim Mittern. Ne? Mhm. Damit man überhaupt wieder. Ja. Oder eine ruhige ein Nacht. Baden. Einfach nicht schläft. Oh, yes. Oh, so richtig sauber werden, so was Herrliches. ich fühle mich selber schmutzig, wenn dieser Balken runtergeht. So, Spaß brauchen wir. Wir brauchen Spaß. Ach, Schachspielen ist auch gut für Spaß. Was? Der Geist von Julia! Der Geist von Julia! Oh Gott! Oh Gott! Du hast mich getötet. Oh, die Scheiße. Du hast mich getötet. Oh mein Gott. Heimgesucht. Und mit was? Mit Recht. Das ist echt krass. Das ist echt, ja. Ja, wir waren das. Wir waren das. Und Julias Seele lässt uns nicht in Ruhe. So, Blumen gießen müssen wir auch. Ah, stimmt. Ja. Witzig, dass der Geist da noch rumturnt. Okay. Logik brauchen wir noch einen und trainieren müssen wir auch. Ah, vielleicht ein bisschen trainieren bevor den Schlag. Yeah. Mhm. Oh. Gut.
glaube, morgen gehen wir nicht arbeiten. wir haben auch nie Urlaub, ne? Auch nicht mal Wochenende. Ne. Immer im Einsatz. Direkt so ein Nickerchen machen. Ja. Und dann laden wir irgendjemand zum Essen, oder nicht? Ja. Nadia. Und Dirk. Ja. Dirk. Und Nadia. Okay. Ja. Okay. Am besten stehen wir auf, bevor wir verhungern. Ja, besser ist. Einladen. Was? Ja. Doch, ich bin ein alter Mann, ich habe keine Freunde. Okay. Abendessen servieren. Sehr geil. So, begrüßen. Begrüßen. Hallo. Hallöchen. Wie begrüßen wir auch? So, dann machen wir erstmal weiter essen. Ja, und dann kommen. Na, da. Das ist jetzt ja nicht da. Ja, weil sie da das Geschenk hingestellt hat. Aha! Wir wollen mehr Tische. Pipi müssen wir auch. Wir müssen Pipi. Also. Und stinken tun wir auch. Wir können ja dann vielleicht alle mal wieder in den Pool gehen oder so. Zumindest mit einem von denen. Aber er mag wahrscheinlich verschwitzte Frauen offensichtlich ganz gern. Klar. Ja, sie ist auch noch im Schlafanzug. Für Dirk ist es noch nicht zu spät. Doch. Okay. Nein, Dirk. Mhm. Bist doof. Ja, aber 35, gut. Okay. Immerhin. Dann können wir wieder ein Bad nehmen. Mhm. Macht das Spaß? Ja. Sonst müssen wir hier. Ja. Bisschen Logik. Mhm. Nee, lieber schlafen, oder? Ja, schlafen. Vielleicht komm wieder. Und so liegt dieser Teller hier auf dem Boden. Ja, weil der Dirk das eingestellt hat. Der hatte keinen Sitzplatz. Kannst du davon den, was auf dem Tisch da als Gast. Ja, okay, es ist eh zu spät. Deck, deck. Jetzt kommen die hier. Putzi, 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 putzi. Putzi. Dann kannst du das, was da steht, essen. Yeah. Na, leg ich mich hin. Immer. Immer, sofort. Bu, 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 du, bu. Bu, 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 du, bu. Aber dann geh mal dran. Was? Achso, okay. Das war zu viel. Okay, zu wenig. Wer ist das denn überhaupt? Gucken wir gleich. Michaela war es wahrscheinlich. Ja, dann rufen wir beide an. Ja. Ja, die hat sich vielleicht gemobbt gefühlt, weil ihr Mann eingeladen wurde und sie nicht. Mhm. Hm. Voll anstrengend eigentlich, da diese Freunde noch so pflegen und sowas alles. Ja, wir brauchen nur mal 8 Freunde. Voll traurig, dass man das sagt, aber gut. Für unsere Karriere brauchen wir 8 Freunde. Hat der Mann Nein gesagt? Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Weiß ich gar nicht. Vielleicht kommt der noch. Ah, da ist er ja. Okay. Vor allem die Ohren zusammen und kommen getrennt. Ja, das spricht Bände. Geh mal aus dem Weg. Danke. So. Hallo. Juhu. Komm, wir essen alle was. Komm her rein. Ja, die steht da immer noch. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Du kannst es wegräumen oder du kannst es aufessen oder wegschmeißen oder. Nee, nicht, nein, nicht dieses. Nein.
Das ist alles so übertrieben. Das ist viel zu groß. Nein, sonst kaufst du dir halt noch so eine Ablage dafür, für die Wand. Ja, genau. Oder so ein Beistelltisch oder so. Gibt's da nicht so ein... Ja, sowas. Mit so einem Elefanten drin. Ah, das hatte ich auch schon mal. Ja, siehst du. Guck mal. Und da kannst du dann auch wieder Sachen bestellen. So, du musst Pipi und du musst irgendwie schlafen. Ja, ich muss erstmal mit Dirk muss mein Freund werden. Okay. Dirk, ich versuche dich im Bad. Okay. Das ist super. Schneller, schaut zu, dass das alles ordnungsgemäß läuft. Ich wollte flatten klingen, aber ist klar, das finde ich ziemlich gut. Nee. Opa, vielleicht schon. Guck mal, Michaela, die ist auch schon hier. So ein bisschen, in gefährlichem Bereich. Ja. Yeah, guck mal. Vielleicht kippst du um. Aber ich hab Freunde! Dann leg ich mich hin. Ja. Ach, das ist die falsche. Die ist gar nicht da. Okay. Der ist hier, der bleibt einfach hier. Und dann pinkel ab dem Boy. Wir sind jetzt Freunde. Ja, keiner hat sich getraut, aufs Klo zu gehen, weil alle im Bad waren. Aber bevor Consuela das putzen muss, speichern wir uns. In der nächsten Folge. Wilde Party.